Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es geht um die berühmte Mogelpackung. Jeder und jede kennt sie und ärgert sich, egal ob beim Einkauf in Schwerin oder in Stuttgart. Erst vor kurzem wurde die Mogelpackung des Jahres 2023 gekürt. Eine Kekspackung mit höherem Preis und weniger Inhalt, eine Verteuerung um 127%. Die Linke und das Krümelmonster sind entsetzt. Das Problem hat zugenommen. Früher waren überwiegend klassische Marken die Problemkinder. Inzwischen sind es auch Discounter oder man findet bei Biomarken diese Masche verbreitet. Wir Linke fordern nicht nur faire Arbeits- und Handelsbedingungen, sondern auch Transparenz und Qualitätssicherung, also mehr Verbraucherschutz. Die Union hat uns Linken anscheinend in der Vergangenheit zugehört und einige unserer Forderungen aufgegriffen. Der Antrag ist aus meiner Sicht richtig, weil die Bundesregierung bis heute trotz der Ankündigung für mehr Verbraucherschutz vor mehr als einem Jahr das Thema einfach nicht angeht. Und wir kennen das auch aus anderen Bereichen. Und vor dem Antrag sind wichtige Punkte enthalten. Die Nutzung des Portals lebensmittelklarheit.de für Transparenz auch über Mengen und Preise wird von uns Linken genau wie übrigens von den Verbraucherzentralen unterstützt. Das gilt auch für die Forderung, differenzierte Obergrenzen für den Freiraum in der Verpackung gesetzlich festzulegen. Es sollte doch normal sein, dass Verpackungen voll sind und nicht mehr Luft als Ware enthalten. Das spart übrigens auch Verpackungsmüll. Und ja, plakative Anweisungen von prozentualen Mehrmengen, wie zum Beispiel 25% mehr als früher, sind zu verbieten, wenn vorher versteckt die Mengen reduziert wurden. Das ist nämlich Verbrauchertäuschung. Ich hätte mir da noch mehr Forderungen im Sinne der Verbraucher gewünscht, wie zum Beispiel Vertragsstrafen bei Auflagenverstößen gegen Produktehrlichkeit als Mittel der Durchsetzung, ein Verbot von überdimensionierten und ungerechtfertigten Preiserhöhungen bei Bedarfsgütern, gerade auch bei Grundnahrungsmitteln, oder eine Begrenzung der Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels. Denn die Abzocke im Supermarkt muss beendet werden und Schluss mit der Gierflation. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Ladendorff.